Hallöchen, lieben und herzlich willkommen hier beim LS22-Projekt Grow Level Up. An meiner Seite, mein lieber, der wundervolle Bruder von der lieben Wilma, Wolle, ist wieder mit dabei. Und den Kanal von Tino findet ihr selbstverständlich auch in der Videobeschreibung, genauso wie von unseren Kontrahenten. Ja, wir haben gelevelt. Wir sind inzwischen Level 5. Wir haben ein eigenes Gebäude, ein Farmhaus und jetzt geht's weiter. Wir wissen noch nicht so genau, was auf uns zukommt. Und ja, Wolle, was machen wir denn jetzt? Ja, Wilma, ich würde sagen, erstmal herzlich willkommen an alle. Go Spicy Chickens, go forever. Und, go. Genau, wir haben erstmal alle Fahrzeuge hier runtergefahren, denn unsere nächste Aufgabe ist nämlich, hier die ganzen Sachen ummelden beim Händler, beim JP. Ja. Ja, komm, dann lass uns mal dorthin gehen, Wilmi. Ja, okay, machen wir so. Und dann bauen wir unseren Schafstall, das machen wir auch noch so. Achso, und nur mal ganz kurz für euch zur Info. Und zwar, wir haben 1 Million auf dem Konto, die haben wir gekriegt, weil Geld für uns keine Rolle spielt. Also diese 1 Million können wir nicht verwenden, aber da geht es eben darum, wenn wir jetzt zum Beispiel das... Den Schafstall haben wir jetzt freigeschaltet. Das heißt, wir können jetzt den Schafstall kaufen, können da die Hälfte davon mit Tieren reinmachen. Und ja, genau, dafür ist eben dieses Geld. Oder wenn wir planieren müssen, um zu bauen und so weiter und so fort, das ein bisschen schön zu gestalten, da können wir das Ganze, da können wir das Geld nutzen. Ansonsten natürlich für nichts anderes. Das nur mal ganz kurz zur Info. Und so, und jetzt gehen wir mal zum JP, oder? Ach, hallo, oh, JP. Hallo. Ja, was können wir tun? Wir wollten gerade zu Ihnen kommen schon. Ja, wir wollen die ganzen Fahrzeuge ummelden, die wir Ihnen hier gebracht haben, gerne. Also sollen wir jedenfalls machen. Auf uns wollen wir die anmelden, endlich mal hier. Das sind ja unsere. Der MF läuft schon auf Sie, oder nicht? Der MF ist... Ja, richtig. Ach, scheiße, Wilma, da habe ich gar nicht dran gedacht. Und der Fendt, ne? Der Fendt, der steht hier unten. JP, kostet das was extra, wenn du bei dem MF noch das Kennzeichen nochmal anpasst? Was denn? Wenn das da vielleicht ein SP hinkommt? Ein SP? Ja. Wofür denn das? Spicy Chickens! Ja! Yeah. Oh. Yeah. Ein SC wäre das aber, ne? Ja, meine ich doch. Hast du nicht gesagt also SP? Nee, SC. Gott. Aber guck mal, da ist WW, Wilma und Wolfgang. Ach so, das war das. Ja. Aber was findest du besser? Und WW ist auch gut. Dann lassen wir WW, okay. Pass wir auf. Lassen WW, JP, mach uns, alles gut. Mach uns doch den hier auf WW2 und den Johnny und den Fendt auf WW3, wenn das geht. Ja, mach ich. Genau. Gib eine Sekunde. Der John Deere, der hier steht, genau, da haben wir noch das Dings mitgebracht, das Mähwerk und alles, ne? Ach so. Das ist auch unserer. Ja. Mit Mähwerk, ne? Jetzt habe ich schon hier ein Problem. Herr Meier steht im Weg. Herr Meier, geht Sie aus dem Weg? Sonst gibt's hier eine auf die Eier, Herr Meier. Was denn? Der musste auch gucken ein bisschen. Ja, ist bald Ostern. Keine Eier für Herr Meier. Soll ich dem das mal so sagen? Steh fort, ja. Ach so, stimmt, du bist ja der Herr Meier. Du redest manchmal ein bisschen lauter. Du bist ja der Herr Meier. Ja. Herr Meier. Nee. Wenn sie hier im Weg stehen, dann gibt's mal auf die Eier. Also Ostereier natürlich. Ah, okay. Uli, weil du scheiße aus. Schick sie's da aus. Sag mal, was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Ja, ich wollte nur sagen. Hat heute gute Laune. Der hat in das Kraftwerk geschlafen, oder was? Nee, einfach nur gute Laune. Ja. Mhm. Einfach gute Laune habe ich. Ja. Dann ist gut. Und sonst war ich alles schick. Ja, natürlich. Bei uns ist immer alles Chickens. Chicken, oh wow. Ja, Spicy Chicken. Richtig. Jawohl. Forever. Wilma, mach mal Booty Shake. Also, Booty Shake. Ach so meinst du. Booty Shake, ja. Booty ja. Shake. Ja. Ey, Uli. Spicy Chicken, Spicy Chicken. Augen geradeaus. Sag mal. Ja. Hallo. Darf ja wohl nicht wahr sein. So, jetzt müssen wir kurz hier warten, bis das alles umgemeldet ist. Hat der mir schon wieder auf den Hintern geguckt? Ja, aber hallo, ey. Schon wieder? Hast ja auch einen knackigen Hintern für dein Alter, Wilmi. Ja, da war ich auch alles für, weißt du doch. Ja, sag ich dir. Was denn da? Ja, Sport. Sehr viel Sport. Wie ist das hier? Meinst du wohl? Stairmaster macht sie immer. Stairmaster? Ja. Stairmaster. Ja. Da läufst du die Treppe hoch, aber kommst halt nicht an. Was meinst du, wie viele Stufen ich da jeden Tag hochlaufe? Wilma läuft jeden Tag in hier Burj Khalif, läuft die hoch. Aha, oh, wow. Du sag mal, Uli, ich habe eine Frage. Wir haben ja jetzt die Sachen hier wegen Ummelden, ne? Wie geht denn das dann weiter? Hast du schon einen Plan? Kannst du schon ein bisschen spoilern? Natürlich nicht. Gar nicht? Nein. Aber da kann man sich schon immer mal so ein bisschen drauf vorbereiten. Naja. So seelisch. Dann baue ich jetzt einen Schafstall, Wilma. Ja, machen wir. Oder? Ja. Soll ich den bauen? Willst du den bauen? Nee, bau ruhig. Ich lasse mich überraschen, wie es ausschaut. Sag mal dem JP...
Wir müssen mal gucken mit dem JP, dass der behaltet den mal im Auge. Nicht, dass der dann fertig ist und wir warten. So, scheiße, warte mal, wie mache ich denn das jetzt hier am dümmsten? Oh, das wird eine Katastrophe, Wilma, sag ich dir gleich. Das Feld ist ein absoluter Super-GAU. Notfalls anpassen, weißt ja. Naja, klar, aber... Pff. Einfach austoben. Wohin ist du schaffst das, ich glaube mal, an dich. Das hier. Mach das hier. So vielleicht? Nee, warte mal. Oh, das ist aber auch alles schlecht. Da kommen dann hier so... Eieiei, das sieht ja wild aus. Mach das aber ordentlich, Wolle, ne? Ich versuch das schon, Wilma. Ich versuch das ordentlich zu machen. Will dich da jetzt gar nicht stressen, aber ne, das muss schon vernünftig aussehen. Ja, das konnte ich mir schon denken, dass das vernünftig aussehen muss. Aber das ist gar nicht so einfach. Das ist... Oh. Wolle, du schaffst das. Alles schlecht hier. Go, spicy chicken, go. Go, go, so. Go. So vielleicht. Reicht das erstmal? Also wir können uns das ja noch schöner machen, ne? Wir können machen das... Ich mach das jetzt alles nur provisorisch, sag ich gleich. Okay. Oder? Naja, wir wissen ja auch noch nicht, was da sonst noch so hin soll. Also, ja, wahrscheinlich hoffe ich schon. Also, mach mal so, dass es, falls es nicht provisorisch erlaubt ist, dass es trotzdem so bleiben kann. Okay. Weißt du? Ja, ich weiß. Ich will mich da ja nicht drauf verlassen, ob wir da nochmal irgendwie was anpassen können. Oder ob der Baumeister sagt, nee, was steht, das steht. Ich verstehe, wie du meinst. Oh Gott, oh Gott, das ist echt schlimm, ist das, Wilma? Du schaffst das. Das kannst du dir wirklich nicht angucken, sage ich dir gleich. Ja doch, das gucke ich mir ja gleich an. Ja gut, pass auf. Aber es muss ja erstmal schnell gehen, ne? Das nützt ja alles nichts. Okay, wenn du das sagst. So, aber du hast ja noch Zeit, noch wird hier angemeldet. Nimm dir die Zeit. Nimm mir die Zeit. So hätte ich gesagt. Ist hier noch beschäftigt. Ja, super. Gut, dann mache ich hier noch ein bisschen Schicki dabei. Okay. Oh. Oha. Hm, na gut. So, Familie Ackerer. Ja, bitte. Das sind 02 wir. 02 und 03. Okay. Super. Vielen lieben Dank, alles JP. Ihnen. Dankeschön. Gerne. So bin ich. Hier ist Kundenservice ganz groß, ne? Das wissen wir. Ja, deswegen kommen wir ja immer. Ganz genau. Ich kann nur keine pinke Farbe besorgen, das kann ich alles machen. Nee, das keine werden was? Sie bei uns auch nicht sehen. Keine pinke Farbe. Nee, das wollen wir auch nicht. Gut. Wir wollen sowas. Pinke Farbe ist ja grauenhaft. Ja, hier gibt es jemanden, der will pinke Farbe haben. Alles ehrlich? Pink. Ja. Nee. Machst du gar nicht JP was. Oder was? Nee, das ist schwer zu besorgen, pinke Farbe. Ah, okay. Okay. Ja. Wir müssen so jeden Kunden glücklich machen. Gut, alles klar. So. Aber Wolle, gehörte zu unserem erledigt? Wagen nicht noch die Pritsche? Hatten wir die auch noch oder nee. War die nur, die war nicht dauerhaft, war die nur geliehen? Nee, das ist ja, es geht ja um die Fahrzeuge jetzt hier. Ah, okay, nur der Sammel, okay. Das ist gut. Jetzt erstmal alles umgemeldet. Genau, sollte fertig sein, also, Uli, oder? Die Pritsche für den Reform brauche ich auch noch irgendwann. Also doch. Ja, warte nun. Ey, das ist erstmal umgemeldet, jetzt brauche ich die Pritsche noch irgendwann. Also das ist jetzt erstmal erledigt, die Pritsche bringen wir ja dann noch. Ja. Okay, gut. Okay, alles klar. Das ist kein Problem, das machen wir natürlich. Aber nicht erst nächste Woche. Nein, nein, machen wir heute noch. Okay. Ja. So. Gut. Uli? Gut, naja, dann würde ich sagen, mache ich jetzt das nächste frei und dann kann aber er noch gleich hier runterfahren und die Pritsche ummelden. Die Pritsche steht ja bei mir oben noch am Händler, am Händler am Hof. Ja. Kann ich gleich gerne holen. Na, dann düst los, komm, Wilmi. Dann düst jetzt schon los. Soll ich dann den... Nee, warte mal. Du fährst jetzt so da hoch, stellst den Sammelwagen ab und holst die Brettche, machst ach die so. Dran. Aber oben am oben bei Wolle, ne? Ja. Ich guck mal, ob ich den Dings finde, die Brettche. Wo steht die denn da, Uli? Auf dem Hof siehst du, wenn du direkt auf dem Hof fährst, siehst du die. Genau. Okay. Oh, my English is not a yellow from the egg. Höre zu, Wilma. Übersetze die nächste Quest ins Deutsch, damit ihr wisst, was ihr tun müsst. Okay. Was? Okay, I think I spider. Drive to the football place and see and amaze what you dare for task get. Do it perfect, but get it rapid on the B-note. Ich brech auf, ey. Ist das geil.
So, ja? Alles klar, wir sollen zum... Zum Football, oh, ja? Ganz kurz. Wir sollen zum Footballplatz, Wilmi. Fußballplatz. Und dann gibt's eine Aufgabe, ja. So, pass auf. Okay, ich fahr erstmal weiter. Also, warte mal, Wilma. Unsere erste Quest ist ja die Quest zu übersetzen. Ja. Ja. Also, jetzt brauche ich mal deine Hilfe. Drive to the football place and see and amaze what you there for a task get. Do it perfect, but get it right. Get it rabbit? What? Rabbit? Was? On the B-Note. Was? Also, fahre zum Fußballplatz und schaue, was dich dort für eine Aufgabe erwartet. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Du bist perfekt, aber... Du bist perfekt, aber Rabatt on the B-Note. Also B-Note irgendwas. Aber, genau. Rabatt, weiß ich nicht. Was heißt das? Tu es perfekt, aber achte auf deine B-Note. Vielleicht heißt das das? Würde ich jetzt sagen, ja. Wen sollen wir das denn sagen, Herr JP? Jetzt fang doch mal an. Fang mal von vorne an. Fahre zum Fußballplatz und schaue, was dich dort für eine Aufgabe erwartet. Ja, da fehlt noch ein Wort. Amaze. Aber was dich für eine... Was dich für eine... schaue, was dich für eine wundervolle Aufgabe oder beeindruckende Aufgabe erwartet. Mhm. Ist der erste Satz gut? Ja, halbwegs. Ne, ich bin ganz zufrieden. Drive, fahre zum Fußballplatz und schau, was dich für eine... Ja, und, ne? Ach so, and see, and amaze, Wilma. Drive to the football place, and see, and amaze. Ja, schau und verblüffe, oder wie? Ja, wahrscheinlich. Fahre zum Fußballplatz und schaue... Und schaue und verblüffe, was oder du dort... Oder sei gespannt, so? Oder sei gespannt, was du dort für eine Aufgabe hast. Verblüffende Aufgabe hast, vielleicht? Das kann am besten noch heißen. Oder staune? Nee. Staune? Begeistern? Begeistere? Also fahre zum Fußballplatz und weiter. Und schau and amaze. Und schau, ja genau, und schau und begeister. Und... Was du da für eine Aufgabe findest. Das Wort wurde schon gesagt. Verblüffen? Schauen? Nee, gar nicht lange her. Großartige? Begeistern? Gar nicht lange her, das Wort. Das wurde gerade eben gesagt. Verblüffender? Und S fängt's an. Staune? Staune? Vielleicht. Ach, drei, fahre zum Fußballplatz und siehe und staune, was du für eine Aufgabe dort hast. Ja. Siehe und staune, was du für eine Aufgabe dort hast. Also, ihr müsst schon richtig übersetzen. Also, ja. Ist ja nicht. Eine Fahre zum Fußballplatz und. Au und staune. Was du für eine Aufgabe dort hast. Was du da für eine Aufgabe bekommst. Und den zweiten Satz. Pass auf, ich sag's jetzt mal anders. Fahre zum Fußballplatz und sehe und staune, was für eine Aufgabe du dort bekommst. Sag ich jetzt einfach. Do it perfect. Machen Sie es perfekt. Machen Sie es perfekt. Aber achten Sie auf Ihre B-Note. Vielleicht? Ja, nicht ganz, nicht ganz. Machen Sie es perfekt, aber machen Sie es schnell. Aber Rabatt. Du, machen Sie es perfekt, aber... Rabatt. Aber Rabatt. Wir setzen das Wort mal auf Deutsch. B-Note. Nachlass. Ich krieg einen Nachlass. Get it. Bekomme einen Nachlass in der B-Note? Ach, mach es perfekt, aber bekomme einen Nachlass in der B-Note?
Abzüge. Ach so, Abzüge vielleicht, oder? Ja. Wie heißt der Satz jetzt? Machen Sie es perfekt, aber achten Sie auf Abzüge in der B-Note? Genau. Aber? Machen Sie es perfekt und achten Sie auf Abzüge in der B-Note? Oder nee, sonst aber, gibt but, es... But ist ja, nee, machen Sie es ja perfekt, aber. Sonst gibt es Abzüge in der B-Note. Oh Gott! Ey, das ist ja mal ein schweinischer ja. Englischsatz hier, das sag ich oh euch! Das ist bestes Englisch. Aber das hallo! Ja, ja. Ist so. Aber hallo, ey. Ja, nee, super, geil. Da haben wir jetzt, mal weiter. Da haben wir die Aufgabe erfüllt. Ja, geil. So, also. Wilma! Ja? Ich fahr zum... Scheiße, wo ist der Fußballplatz? Ich fahr jetzt erstmal zum Hof. Naja, ja, du holst das Ding runter, aber wo ist jetzt der Fußballplatz? No. Das ist ja wieder die große Preisfrage. Ja. Schauen wir gleich. Warte. So. Es war aber schon eine sehr... Das war schon ordentlich, ne? Ja, da waren zwei Wörter drin, die waren nicht nett. Ja, das stimmt schon. Fußballplatz. Scheiße, wo ist denn der Fußballplatz? Warte mal. Aber der Fußballplatz war doch... Der war doch im Norden oben, Nordwesten oder so. Achso, JP, kannst du uns sagen, wo der Fußballplatz ist? Wenn ich nicht gefragt werde, weiß ich das nicht. Also so. Ich muss schon gefragt werden. Ja, JP... Weißt, kannst du uns verraten, wo der Fußballplatz ist, bitte? Uli, ich lass den Sammelfang hier kurz stehen, ja? Jawohl. Gut, danke schön. Na, gerne. JP? Ja? Kannst du uns verraten, wo der Fußballplatz ist? Im Osten. Im Osten. Ist das da bei der 49? Dieser Platz da, warte mal, im Osten. Ach! Oder ist es die 88? Ist das der Fußballplatz? Ich guck gerade noch nicht, weil ich fahr noch. Ich glaube, die 88 ist der Fußballplatz. Und stimmt das, JP? Also wenn du links rausfährst, dann an dem Kreis vergeht der links weg, dann könntest du mit dir hinkommen. Okay, alles klar. Gut, alles klar, dann fahren wir da mal hin. Also, das müsste die 88 sein, Wilmi. Okay. Pass auf, komm bitte. Melde die Britsche unten um, lass die Britsche erstmal bitte beim Händler stehen und komm bitte mit dem Sammelwagen hinterher. Ich weiß nicht, was uns dort erwartet, weil wir müssen hier Gras mähen. Ja gut, dann muss ich den Sammelwagen wieder abholen, ne? Also ich lasse die Britsche beim Händler so. Und hole den Sammelwagen. Ja, warte mal, dann fahre ich erstmal hin und guck erstmal, was wir dort tun müssen. Okay. Dann fahre ich erstmal dorthin und guck, was wir dort tun müssen. Und das war aber. Das Rätsel war richtig geil. Das war sehr gut. Ich habe mich sehr amüsiert Aufwände, darüber. Ja. Und es war nicht zu einfach, das muss man halt sagen. Das war schon wirklich echt fein. Zwei englische Sätze und wir haben so abgekackt. Na gut, in unserem Alter, Wilma, ne? Ja, das deswegen wollte ich gerade sagen, das ist, glaube ich, noch okay. Guck mal, JP, da bin ich schon. Stell einfach ab und fährst hinterher. Okay, soll ich den hier so hinstellen? Ja, einfach abstellen. Einfach abstellen. Okay. Gut. Ich wollte sagen, Wolle, ich folge dir jetzt. Ja, folge mir gerne, Wilmi. Bist du denn jetzt hin? Du fährst runter zum Kreisverkehr und links raus. Okay, gleich, also die dritte quasi, ja? Ja. Okay. So, und ich muss, glaube ich, warte mal, muss ich jetzt hier irgendwo, muss ich doch rein? Genau, dann fährst du immer geradeaus und dann geht das, bei Feld 82 geht das links rein. Okay, ja. Und dann geht's da eine Straße lang und dann hoffe ich, dass ich zum Fußballplatz komme. Ich kann es ja noch nicht genau sagen. Okay. Du kannst aber auch einfach mal rechts scharf hoch ab... Ach du heilige Scheiße, ich Wilma. Ich komm da jetzt... Wilma! Ich glaube, ich weiß ja... Ich weiß nicht, was uns hier erwartet. Aber das ist eine ganz wilde Nummer. Muss ich den Sammelwagen holen? Nee, ich glaube, wir brauchen hier unsere... Nee. Was ist das denn? Oh, da ist einer, Wilma. Oh, ich geh mal ja, hin. Ich bin gleich da. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Ah, schönen guten Tag. Sie sind? Haben Sie das Funkgerät etwa an? Das leuchtet. Da, hallo. Die Wilma. Das ist meine Schwester, die Wilma Akara. Meine Dame. Ja. Hallo. Hallo. Mensch, das ist aber lange her. Kommen Sie mal mit, der Herr. Oh Gottes Willen, was war das denn? Kommen Sie mal mit. Ja. Mir ist eine Fliege hinter die Brille geflogen. Das macht ja nichts. Wenn es nicht in die Nase ist, geht's ja noch. Hatte ich auch schon mal. Wilma, du bist nicht abgebogen. Sitzt du denn jetzt? Ah.
Kann ich jetzt hier nicht lang? Ach, fahr einfach da hoch jetzt. Irgendwie, ja, fahr da hoch. Ja, fahr da hoch. Okay, erzähl sie ruhig weiter. Entschuldigung, meine Schwester ist immer ein bisschen orientierungslos manchmal. Ist das so? Ja, ja. Vielleicht sollten sie der mal einen Kompass geben. Ja. Dann müsste ich dir aber noch Norden, Osten, Süden und Westen erklären. Ja, dann lassen sie es besser. Ist hier Pferderennen oder wie? Ich setze auf das schwarze Pferd. Nee, also wirklich 900.000 oder sowas ist das jetzt hier nicht. Hm. Schauen Sie mal, wenn Sie da hingehen, wo diese komische Eins da schimmert. Ja, da? Ja, dann setzen Sie sich mal da damit auseinander und drücken Sie da mal das Knöpfchen. Genau, so sieht das aus. Ach du Scheiße. So, machen Sie das Fahrzeug an und dann legen Sie mal los. Was soll ich denn machen? Fahren Sie einfach. Ich erkläre Ihnen alles. Ja. Ich kann ja gar nicht nach außen gucken, das ist ja voll gemein. Sie müssen echt aufpassen auf diesen Hütchen, auf diese Kegeln. Volle, da sind Tennisbälle drauf. Ja, und jetzt? Die bitte oben drauf lassen. So, kommen Sie mal hier ran an das B-Werk. Hier vorne, ja? Ja, ja, genau. Okay. So, dann machen Sie das jetzt mal dran. Ja? So, jetzt fahren Sie rückwärts da hinten an der Pöttinger Presse dran. Ach ja, okay. Ach du ja, Heiliger. Das ist schon wieder ein Tennisball gewesen. Das ist aber gar nicht gut. Das Wo geht ist aber ein Tennisball? Besser. Oh, ich habe nach hinten geguckt. Ja, die müssen daran denken, dass sie vorne ausschwenken. Ja, da haben sie recht. Wenn sie jetzt, wo ist es zu sagen? Super. Jetzt fahren sie das Stückchen hier vor. Ja. Sehen sie. Ach da, hm? Genau. Das ist ja richtig. Und jetzt müssen wild. Sie das Mähwerk einmal runterlassen, bitte. Runterlassen? Das Mähwerk. Ja, Mähwerk. Oh Gott, ich Können sie nicht die Knöpfe auseinanderhalten oder was? Doch, natürlich. Warten Sie mal, machen Sie nochmal hoch und nochmal runter. Stehe ich richtig drin? Ja, machen Sie nochmal. So? Das ist jetzt aber ungünstig. Ist völlig egal, machen wir weiter. Ah, gucken Sie. Genau, rückwärts weiter. Rückwärts? Wie, rückwärts weiter? Ja, jetzt die Presse einfach wieder da hinstellen, wo sie war. Ja? Ja, es sieht... Also, naja, da Ach so, warten Sie, nicht, ich sehe, ja, ja, ich sehe nur außen, nur innen, in, ja, warten Sie, hier ja, muss das, die wieder rein. Das ist doch normal, wenn man im Traktor sitzt, oder haben Sie schon mal einen Traktor von außen gesehen, während Sie den fahren? Tut mir leid, so, warten Sie. So, hab ich. Super, jetzt bringen Sie das Schneide, Entschuldigung, Mähwerk, will aber nach hier vorne. Und dann schmeißen Sie es bitte einfach dahin. Einfach ab, zack. Ja, genau. Zack. Wunderbar. So, jetzt einmal wieder zurück. Ja. Und dann geht's hier auf die komische Wippe. Kennen Sie das noch von früher? Ach so, hier rum. Rum. Ja. Wunderbar. So, jetzt müssen Sie gucken, dass Sie auf die Wippe fahren und das Gleichgewicht halten. Auf der linken Seite sehen Sie eine Randale-Leuchte. Wenn die leuchtet, dann ist alles gut. Aber Sie müssen trotzdem stehen bleiben. Da gehört ein bisschen Fingerspitzen-Fuß-C-Gefühl dazu. So, wenn es fetzt was. Ja, ich bin dabei. Ja, das sieht fast schon ganz okay aus. Sehr gut, Wolle. Ja, genau. Feuern Sie Ihren Natürlich. Mann, Freund, Bruder. Onkel mal an. Es ja, ist ja, Bruder. Baby, guck mal. Sehr gut, Wolle. Und jetzt, so, und jetzt ab durchs Ziel mit Ihnen. Oh ja. Schön langsam. Okay. Hervorragend. Ui. So, jetzt darf die Dame auch einmal. Ich hoffe, das Ach, geht du heilige schneller. Bimbam. Bin mir ziemlich sicher, dass das funktioniert. Wilma, Wilma. Wie muss ich das? Einfach reinlaufen. Genau, einfach reinlaufen, Motor anmachen, und Gas. Los geht's. Motor an und direkt auch Vollgas. Erst wenn's grün ist, ne? Ampeln sind da, um sie Ach zu so, warten. Stimmt. Ja, Entschuldigung. Und los geht's, Wilma. Okay. Spicy Chickens, Spicy Chickens, super machst du das. Fahr da drüber einfach. Einfach okay. drüber fahren. Okay, okay. Geradeaus und dann fährst du zu dem Mähwerk als erstes. Kuppelst es von okay. an. Oh, kann ich mir ja schon Käffchen schlürfen. Also, darf macht ich, alles soll ich allein dir, jetzt soll ich dir Anweisung geben? Ich feuer die ein bisschen an. Auf ja, mich. Mach das. Fahr zum Mähwerk. Gerade. Genau. Mähwerk rein. Ankuppeln. Ja, die sieht aber schon jetzt aus wie so ein heißer Feger da auf dem Traktor, ne? Nee, ein Leck, ja. Nicht so weit. Fahr zurück gerade. Oh, jetzt ja. an der Und jetzt Presse rum, dann. Jetzt hinten an die Presse. Super ja, machst du das, Wilma. Super. Okay. Ja, sehr gut. Sehr gut, Wolle. Ankuppeln.
Okay, die Dame kann ja besser als sie. Das stimmt allerdings. Jetzt, die konnte auch gucken. Geradeaus hierher zu mir. Ja, ich sehe dich. Weiter, 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 weiter. Sehr gut. Und stopp! Stopp! Ja. Stück zurück, ja, Stück zurück, Stück zurück. Gut, stopp. Einmal runterlassen, das Mähwerk runterlassen. Von das Mähwerk. Ja. Presse wieder hoch hinten. Ja. Und jetzt? Auf Phase mal ein Stück hier zurück. Mach mal nochmal hoch, Stück zurück. Ja, ja, ja. Jawohl. Wieder hoch, Mähwerk. Presse wieder rückwärts einparken. Einfach gerade zurück. Warte, Baby, ich laufe hier rum. So? Gerade so zurück. Passen, ne? Ja. Fahr weiter, weiter, weiter. Wollte sagen, du musst andere Richtung, andere Richtung. Du musst mich nach rechts rüber. Nee, fahr vor, 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 vor. Erstmal vor, wieder gerade machen. Okay. Ich sag jetzt mal so, wenn so ein Bällchen runterfällt, ist das jetzt nicht so wild. Ja, jetzt ist er jetzt runtergefallen. Ist so, halt ja, genau, ärgerlich. So rum, rein, 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 weiter, weiter, halt weiter. Das ist ja nur ein kleines Geschicklichkeitsspiel, nicht? Ja. Rückwärts, weiter, 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 weiter. Ja. Weiter, weiter, ja. Weiter, 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 abhängen. Okay. Geradeaus, Mähwerk wieder rein. Hier, hier, das Mähwerk rein. Stopp, 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 stopp. Hier. Auf die linke, Entschuldigung. Macht nichts, Baby. Immer mit der Ruhe. Das sagst du so. Genau, schön gerade. Ja. Und einfach abhängen. Jetzt abhängen. Ja. Und jetzt zurück. Und dann, ja genau, um die Kurve rum und auf die Wippe drauf. Okay. Die Wippe ist gar nicht so einfach. Du schaffst das, Wilma. Du bist gut in der Zeit. Okay. Das hey, du hast das ja auch als erstes gemacht. Also, ne? Das sieht super aus, Wilma. Du musst es testen. Weiter. Genau, drauf auf die Wippe. Sieht sehr gut aus, Wilma. Gerade, jawohl. Schön gerade. Noch ein Stück. Stopp. Zurück. Stopp. Weiter. Jetzt langsam zurücktasten. Zurück, ja. Weiter zurücktasten, Wilma. Noch ein Stopp. Vor. Da, ja, da, wow, Wilma, wow, das war aber viel. Ja, ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Okay, weiter, das blinkt weiter, dann weiter. So, ne? Ja, genau. Stopp, 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 stopp. Ganz klein Ding zurück. Nochmal. Stopp. Nochmal. Nee, es blinkt noch nicht. Stopp. Ja, es blinkt. Oh, darf wunderbar. Nein. Nein, oh mein Gott. Oh. Entschuldigung. Nee, du musst warten, Baby. So. Stopp. Ja, es blinkt. Vor. Moment. Zurück. Bloß nicht einfach losfahren. Stopp, stopp, stopp. Ja, es blinkt, es blinkt. Jawohl. Oh Gas, ja, jetzt können sie. Vollgas ins Ziel. Okay. Also was sagt naja, um die Kurve Vollgas noch? Nicht, ja. Ich wollte sagen. Das machst das du sehr gut, Wilma. Sehr, sehr gut. Vollgas. Gib ihm. Yippie. Super, Wilma. Hervorragend. Oh. So. Spicy Chickens. Ich bin unglaublich stolz auf Sie, ihr, euch. Dankeschön. Ja, danke schön. Das war ja sehr gut. Ja, das war super. Das hat bin richtig. Ich absolut klasse. Moment, ich habe da noch eine kleine Urkunde für Sie. Augenblick. Oh, dankeschön. Sehr lieb. Dankeschön. Super. So. Das auch das Englisch übersetzen war super. Haben wir ein bisschen gerätselt. Oh, ja, da schon. War was dabei. Aber mein Englisch ist nicht so yellow. Go, spicy was chickens, das? Go. Ja, aber ach, das ist egal. Schon, ich hab das nicht so gut drauf. Aber ich wollte das ein bisschen rätselhafter gestalten. So. Gut. Schön. Hat sehr viel Spaß gemacht. Achso, haben Sie eine neue Aufgabe für uns? Nee, da müssen Sie mal bei da rufen wem wir den auch Uli immer an. Sie irgendwas tun. Ja, wir rufen den Uli an. Ja, machen wir. Aber im Uli, ja klar. Okay, ja, lass uns mal die Hand schütteln. Dankeschön, war eine sehr schöne Challenge. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank. War sehr, sehr, sehr schön. Sehr, sehr gerne. Wilma, wir fahren mal zu unserem Feld und funken den Uli derweile an. Ja, machen wir. Warte oder zum Hof vielleicht. Wie du möchtest. So, warte ganz kurz. Lass uns den mal anfunken. Uli? Auch der ist schon wieder. Wo ist denn der? In Tour. Ich weiß es nicht. Ach so, warte, ist auch Stopp. Na gut, Wilma, dann sag mal was. Hier. Okay, damit, ihr Lieben, ist die Folge auch schon wieder vorbei. Das war mal richtig was stark, ganz, ganz anderes. Ich hab nur ey, mit sowas gleich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Super, ey, das war schon. Ey, die Leute sind doch alle nur noch verrückt geworden hier. Das ist der Wahnsinn. Reden alle mit sich selbst. Ihr Lieben, vielen, vielen, vielen lieben Dank auch natürlich an unsere liebe Projektleitung. Es war mega, es war krass. Dankeschön dafür.
Schaut auf jeden Fall bei allen anderen auch vorbei. Und wir danken für eure Likes, eure Kommentare und wünschen euch noch einen wundervollen Tag. Wolle, möchtest du auch noch irgendwas sagen? Danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich fand's klasse. Ja, es war mega. Dankeschön. Tschüss. Vielen lieben Dank. Macht's gut, lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, gern.